So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Hyrule Warriors Age of Calamity. Das letzte Mal haben wir irgendwas mit Crocs gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe keine Ahnung mehr was. Und ich würde jetzt auch gerne wieder in Nebenmissionen erstmal reingehen und da einiges machen, weil das sammelt man ja auch dann ganz viele Geschichten und so weiter, ne? Schaltet Zeug frei, bevor wir mit der Hauptmission weitermachen. Deswegen gehen wir jetzt einfach in die erste Nebenmission, die ich sehe. Das ist die da hier. Blitz-Spezialtraining-Mittel. Ja, warum denn nicht? Auf geht's. Geht eh nur mit Link, passt alles. Empfohlener Level 27. Let's go. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob ich Waffen... Aber notfalls werfen wir was weg. Notfalls werfen wir das Zeug weg. Beziehungsweise ich glaube, man verkauft es ja dann sogar sowieso beim Wegwerfen. Ich glaube, man bekommt ja sogar nochmal Rubine dafür, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, natürlich spiele ich jetzt mit dem Ding rum, wenn das Menü kommt, trotzdem kann ich es kritisieren. Ich meine, was soll ich anderes tun, wenn es geht? Es wäre halt sinnvoller, wenn man was zum Lesen hätte, auch was, also was Sinnvolles zum Lesen. Nicht so Sachen, die man schon 3000 Mal gelesen hat, sondern die Mission. Den Missionstext, den hätte ich ja gerne. Aber natürlich spiele ich mit dem Ding rum, weil, warum nicht? Es ist halt da. So. Okay. Wir räumen welche einmal auf. Das sollte recht fix gehen. 300 Gegner. 200 Gegner. In 3 Minuten. Alles kein Problem. Ah ja, und vielleicht laufen wir dann mal schnell noch diese Mission hier ab mit Crocs, weil das haben wir ja auch gesehen, in dieser Mission, also jetzt in der Hauptmission, in diesem Gebiet hier, da sind auch nochmal Crocs versteckt. 3 Stück. Ich würde die fast gerne einmal durchnehmen. Ich glaube nämlich nicht, dass die so schwer sind. Ich habe halt damals gedacht, hier sind keine. Und habe dann hier mich nicht wirklich sinnvoll und gut umgeguckt. Das ist ja gebietstechnisch... Ihr seht es ja auf dem Bildschirm, ne? Das ist ja gebietstechnisch nicht viel gewesen. Das ist jetzt nicht alles, ne? Aber es ist vor allem vom... Von der Art und Weise... Kann man hier das Ganze eigentlich... Ne, kann man nicht. Von der Art und Weise, wie das aufgebaut ist... Eigentlich kann man da nicht viel verstecken. Und wenn man weiß, dass was versteckt ist, dann hat sich das halt sowieso schon erledigt. So, ich würde jetzt gerne mal zu der größeren Gruppe da hochgehen und da einfach einmal durchmetzeln. Oh shit, die sind elektrisch geladen. Und wahrscheinlich zünden die sich gegenseitig an. Ich kann die aber bestimmt in die Gegner reinschmettern. Jawohl. So stelle ich mir das vor. So, dann haben wir die 100 auch schon voll. Gleich. Wo sind jetzt die anderen? Ach, da in der Reihe. Na, hier zum Beispiel, da oben könnte ich mir den Croc vorstellen. Da kann man mit Sicherheit hingehen. Da kann man mit Sicherheit hingehen. Alles kein Problem. Rums. Auch das kein Problem. So, zack, zack, zack. Und außerdem leveln wir Link. Also jede Mission zu spielen ist eigentlich sinnvoll. Es gibt, glaube ich, keine Mission, bei der es nicht sinnvoll ist, sie zu spielen, weil man levelt halt einfach. Es gibt einfach absolut keinen Grund, das nicht zu tun. Oh, jetzt ist allerdings hier Wasser. Ich weiß nicht, ob das so geil ist mit dem Elektromagus. Kannst du dich mal hier eine Runde konzentrieren und abkühlen? Dankeschön. Dann machen wir hier nämlich ganz kurzen Prozess. Und 5 noch. Schwierige Mission. Ah, ist noch nicht vorbei. Blitzmoblins, okay, wo? Da hinten oder was? Da hinten. Na gut. Zwei lächerliche Blitzmoblins wollen noch verprügelt werden. Hey, hey, hey.
gar kein Problem. Au. Das war die falsche Taste, aber es ist egal. So, mach jetzt. Mach einen Abflug. Ich kann immer noch kämpfen. Blitz Hinox. Was willst du von mir? Okay, besiegen wir noch den Blitz Hinox. Ist okay. Yo, der ist neu. Den gab's in Breath of the Wild schon mal nicht, ne? Aber funktioniert der so wie alle anderen Blitz-Hinoxe auch? Ja, nicht so ganz. Ja, ja, doch. Also das geht auf jeden Fall auch. Jo, aber der steht deutlich schneller wieder auf. Das habe ich nicht bestellt. Das ist die falsche... Ah, Mann! Ich will immer in sein Auge schießen. Ach, komm. So. Gleich hinterher. So. Bisschen ausweichen. Man kann ihm doch irgendwie das Auge rausschießen, ne? Der regeneriert sich echt schnell von diesem Spiel. Jetzt warten wir, bis wieder so ein Ding kommt. Rollt er jetzt los? Ah! Jetzt verpeilt, was ich tun soll. Nein, so niedrig. Ah! Ach, geh doch heim. Es bleibt genug Zeit übrig, chill. Und tschüss. Adieu, my friend. Adieu. So. Okay, das war das. Jawohl. Schaltet das irgendwas frei? Nein, rein gar nichts. Okay, sehr gut. Aber wir haben es gemacht. Ganz kurz gucken, wie es waffentechnisch aussieht bei Link. Ja, 5 Plätze. Ist das DLC-Reiseschwert? Ich weiß es nicht. Nee, kann nicht sein. Das ist sicher auch. Ah nee, das war das Übungsschwert, war das DLC-Ding, ne? Deswegen ist das auch viel mehr wert. Ja, ja, ich glaube, das war das. Okay, das da weg, das sind alles Reiseschwerter. Soldatenschwert. Ja, komm, hier weg mit dem Zeug. Dass wir wieder Platz haben. Tschö. Ja, ja, ja. I don't care. So. da geht was. Auch wenn es nur Maronos ist, aber was soll's. Ja, halt die Klappe. Mag den nicht. Okay, Feuerspezialtraining-Mittel. Wir machen die ganzen Element-Spezialtrainings. Ist doch auch schön. Auf geht's.
Also das Schöne ist halt, nichts, was man hier tut, ist umsonst. Du bekommst entweder Erfahrung dafür oder Rubine oder sonst irgendwas. Du kannst eigentlich hier nichts machen und es bringt nichts. Es dauert zwar zum Beispiel ewig, die Crocs zu suchen und es kostet enorm viel Zeit, aber trotzdem sammelt man dabei zum Beispiel Erfahrung. Nicht so viel jetzt, aber ne? Es ist nicht komplett umsonst. Erwartet mich jetzt hier am Ende ein Feuerhinox oder wie sehe ich das? Wahrscheinlich. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob es hier Crocs gibt, aber ich glaube nicht. Ja, okay. Da steht schon jetzt Feuerhinox. Okay. Gut. Gerade schlecht. So, war nicht für euch. Gibt nur Menschen, die perfektes Timing haben. So. Wie viele kommen da denn jetzt eigentlich? Lädt, jetzt greife ich den anderen an, oder was? Ja, auch witzig. Aber jetzt kann ich beide mitnehmen. Bam! Naja, wirklich mitgenommen habe ich den jetzt noch nicht. Aber so ein bisschen schon. Ach komm, da hat doch nicht mehr viel gefehlt, ey. So, Nummer 3. Wiedersehen. Kommt jetzt schon der Hinox? Jawohl. Das ist ja easy. Das ist ja easy going. Wieso ist dann hier die Fläche so groß? Moment mal. Habe ich irgendwas verpasst? Moment mal. Das muss ich mal hier erkunden. Warum die Fläche jetzt größer ist, als man meint. Ist da zumindest eine Truhe oder sowas? Oder haben die einfach nicht zugemacht und keine Ahnung. Man kann hier halt einfach hinlaufen, weil... Weil ist so. Okay, man kann halt einfach hinlaufen, weil ist so. Na gut. Kostet ja zum Glück gar keine Zeit in dieser Mission. Hust. Ich gehe ja schon wieder zurück. Ich gehe ja schon wieder zurück. Das war nicht so klug. Ja, das kostet ein bisschen Zeit jetzt. Dann erledigen wir den einfach ganz besonders fix. Moin. In your face. Oh. Brauchen wir doch schon nur noch einmal das Ganze, den ganzen Spaß und dann war es das auch schon. Na, was jetzt? Das gleiche nochmal. Ja, cool. Machen wir. Machen wir. Easy. Hier, tschüss. Yay! Und tschüss. So. Das war das. Schön. Jawohl. Jawohl.
Jawohl. Gutski. Gutski. Jo. Keine neue Sache aufgetaucht, dann geht's einfach hier weiter. Spezialtraining. Das ist das nächste Element Spezial. Ich laufe einfach die Element Spezialtrainings ab. So ein Ding ist das. Das war jetzt ja purer Zufall, dass ich das. Okay, ja gut. Ja gut. Warum nicht? Dann kommt jetzt ein Eis-Hinox. Dreimal Hinox. Voll okay. Mission dauert knapp 5 Minuten. Alles super. Hui. 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 Ich komme immer nicht über das Schloss. Aber egal. So. Hey, der gleiche Spaß wie im Wald. Schau. Ja, genau. Das war fair. Das war ja richtig. Ja, das ist ja richtig fair hier, Freunde. Hier, das halte ich davon. Jawohl, machen wir glatt. Und der nächste macht einen Abflug. Und dann bleibst nur noch du übrig. Als Nummer 3. Tschüss. So, wo ist der Eishinox? Ein Glatzirock. Na gut, meinetwegen auch das. Bisschen Abwechslung. Kein Eishinox. Ein Glatzirock. Machen wir erstmal die Kleinen kaputt. Dann würde ich sagen, heizt du dich mal ein bisschen ab. Ach, das war... Mein Gott. Nicht, was ich drücken wollte. Ja, zu langsam. Schade. Ja, so geht's auch. So geht's auch. Sehr schön. Das war nix. Na, geh halt rum. Jetzt. Ach, das Stück noch. Das Stück hättest du noch mitnehmen können, Link. Ah, ich komm nicht ran. Ah, scheiß drauf. Kann man auch so erledigen, den Typ. Ist jetzt nicht das große Problem gewesen. Yay. So.
Okay. Kriegen wir noch irgendein Elementtraining zustande? Ich glaube, Feuer, Blitz, Eis sind auch schon alle gewesen, ne? Ich glaube, mehr gibt es gar nicht. Nein, da wäre ein Krog gewesen. War bei den anderen auch ein Krog? Da nicht. Wo waren das jetzt? Jo, wo war denn jetzt das Feuertraining, das Blitztraining? Das muss doch da in der Nähe gewesen sein. Hä? Hier irgendwo muss es gewesen sein. Hier ist doch der Gongolberg. So, und da muss dann. Ah, da. Da war auch kein Krog. Da war kein Krog. Ah, da war ein Krog. Scheißdreck. Nochmal rein. Gut, dann gehen wir da jetzt kurz Krog suchen und machen einfach alles nochmal. Warum nicht? Ich hätte jetzt ja den Krog schon haben können. Ich habe wieder die Augen nicht aufgemacht. I'm sorry. Hopp, jetzt schneller. Zurück, gucken gleich mal da. Da scheint nichts zu sein. Ah, großartig, echt. Ich meine, so viel Zeit war jetzt halt auch eigentlich nicht, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Alter. So, Nummer 1. Machen wir jetzt mal anders hier. Ich bin zu blöd. Okay, die sind auf einem Haufen. Nice. Wo hüpfst du denn hin, Link? So, das war's. Okay. Dann kurz Groggy suchen, bevor wir uns hier um den Typen kümmern. Kann jetzt ja nicht so viel, ne? So viel Möglichkeit haben wir nicht. Ich hoffe, wir müssen nicht den kompletten Weg da nach hinten laufen. Das wäre. Ich gehe erstmal den langen. Ich gehe erstmal den kleinen Weg. Ich gehe erstmal den kleinen Weg und hoffe, dass ich da schon fündig werde. Scheiße. Ah, das war kein Gegner. Ah. Aber das macht die Zeit etwas knapp. Muss ich jetzt echt den kompletten. Oh mein Gott. Wie weit muss ich den Weg gehen? Ich dachte vielleicht unter dem Stein. Ist ja auch manchmal ein Krog, aber hier gab es bisher sowas noch nicht. Oh nee. Ah! Okay. Gotcha. Gut, knapp 2 Minuten übrig. Schaffen wir. Schaffen wir.
Moin. Lange nicht mehr gesehen, ne? Gleich wieder erkannt. Aua. Jawohl, Hälfte ist weg. Ach, ich treffe... Ha, ich krieg das Ausweichen immer nicht hin. Es bleibt genug Zeit übrig, stress mich nicht. Siehste. Easy. Die Zeit wird knapp. Alles irrelevanter Blödsinn. So. Haben wir es halt nochmal gemacht. Ich habe bei beiden anderen Missionen eigentlich drauf geguckt und bei der halt zu schnell gestartet. Es ist immer so typisch, ne? Es ist immer der gleiche Mist. So. Gut. Haben wir das auch. Dann schnell wieder Waffen verkaufen. Das. Ja, scheiß drauf. So, weg damit. Okay. Und dann würde ich jetzt nochmal auf richtige Krogsuche gehen. Und zwar auf dem Gongolberg. Gongolberg. 3 Krogs gibt's. Let's go. Wer die Krogsuche nicht sehen möchte... Ihr hattet halbe Stunde jetzt sozusagen Missionen. Nach dem Erscheinen des Ritters, ja, der die Dunkelheit... Jetzt kommt noch Krogsuche. Kann also durchaus noch eine Stunde dauern. Bis zu einer Stunde. Nicht eine Stunde, bitte nicht. Oh Gott. Aber kann ja gar nicht sein, weil die Mission geht ja eh nur eine halbe Stunde maximal. Ha! Sehr gut. Problem gelöst. Okay. Also jetzt weiß ich, dass es Crocs gibt. Sobald ich 3 gefunden habe, sind wir raus. Aus der Nummer. Damals habe ich am Anfang keinen einzigen gefunden. Soll ich jetzt am Anfang nochmal gucken? Ich habe am Anfang damals ja geguckt. Ne, hier am Anfang bin ich ja recht viel rumgelaufen sogar. Und habe nichts gesehen. Na, hier bin ich eigentlich überall rumgelaufen. Bin ich der Meinung zumindest. Und hab nichts gesehen, was auf den Krog hingedeutet hätte. Soll ich mich darauf verlassen? Nein. Lieber nicht. Ich verlasse mich auf gar nichts. Auch soweit alles clean. Hier kann man auch nicht weiter nach hinten. Da sind zwar Kisten da oben, aber da kommt man nicht hoch. Okay. Also hier ist auch nichts. Okay, ich würde sagen, dieser erste Weg ist safe. Dieser erste Bogen. Super. Ach komm.
gar keinen Bock, da jetzt ewig rumzuwurschteln. So, da kann nichts sein, da kann nichts sein. Da ist auch nichts. Mach dich weg. Da ist auch nichts. Ganz kurz auf die Karte gucken. Ich würde jetzt erst rüberlaufen, weil dann haben wir Na, weißt du schon. Ach nee, wir gehen da unten die beiden. Ja, da gehen wir hin. Wir gehen die beiden großen Flächen ab. Ich glaube, da war ich auch nie. Kann es sein? Dass ich da einfach nie hingelaufen bin? Dann wären das schon mal gute Möglichkeiten für versteckte Crocs. So, dann laufen wir jetzt mal hier runter. Und da... Hier war ich nie. Nee, hier war ich nie. So, könnte hier was sein. Einmal kurz außen rumlaufen. Vorsichtig. Ich darf halt auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Ne? Ich bin ein bisschen... Aber deswegen sind es zum Glück auch nur 3 Crocs. Ah, hier, komm, hier wird doch wohl jetzt ein Croc auftauchen. Ist die Fläche wirklich nur für den Monsterhort? Kann ich das kaputt machen? Wait. Okay, das ist eine neue Art von Croc. Gut. Das sah halt schon anders aus als andere Steine, ne? Also das ist eine neue Art von Croc. Die gibt es also auch so. Auch in so Steinhügeln. Okay, gut zu wissen. So, gehen wir noch die andere Seite ab. Da war ich auf jeden Fall auch nicht. Sieht man auch daran, dass hier noch eine Truhe ist, die wir noch nicht hatten. Ah, da ist auch wieder so ein Monsterhort-Dings. So. Die Frage ist, ist hier mehr als das? Ich denke mal nicht, aber wir laufen es einmal vorsichtig außenrum ab. Da komme ich nicht runter, okay. Dann sieht das soweit gut aus. Ja, dann sind wir hier auch raus. Gut. Dann zurück zum Hauptweg. Ich meine, die Welt ist ja auch noch riesig, ne? Wenn die 3 Crocs jetzt so... gleich am Anfang verteilt haben, wir auch wieder komisch. Finde ich zumindest. Weiß nicht. So, dann muss ich da oben den Querweg noch laufen. Hey Leute. Den da hier. Mich da umgucken. In Ruhe umgucken. Genau, weil sich das dann nämlich nochmal so aufteilt.
hat er mich jetzt echt getroffen und mir damit mein Master Schwert da geschwächt. Du blödes Misty. Ach komm. So. Kurzer Prozess. Okay. So, da oben haben wir gestartet, ne? Das heißt, hier dürfte nichts weiter sein. Da habe ich mich umgeguckt, da habe ich mich umgeguckt. Da darf nichts weiter sein. Ah! Da war einfach seit Beginn der Zeit, war hier schon immer eine Truhe. Lol. Und die habe ich nie gesehen. Auch gut. Truhen sind zwar nicht das, was ich brauche, aber finde ich trotzdem cool, sie zu finden, weil sie halt auch zu Secrets gehören. Okay, dann haben wir hier auch abgefrühstückt. Gott. Dann räumen wir hier auf. Okay, welcher Weg auf der Karte ist relevant? Ich glaube, das sind beide relevant. Also beide führen, glaube ich, zum Ziel. So, tschüss. Okay. Wir gehen erstmal vorsichtig hier in die Ecke. Da ist nix. Da ist auch nix. Dann gehen wir... Es sieht so aus, als würde beides einfach im Kreis führen. Also ich glaube, ich muss eh beides ablaufen, um durchzugucken. Zumindest kein so extra Gebiet mehr, wo man hinläuft hier. Yo, komm jetzt in Ordnung. So, hier war nichts weiter. Ach, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier rausgekommen. Okay, da war vorhin wahrscheinlich zu oder so, kann das sein. Da waren wir auf jeden Fall auch damals nicht, weil da ist eine Truhe mit 300 Rubinen. Ich denke, da habe ich den Weg verstanden. So, egal, weiter. Dann müssen wir da den Weg wieder nach oben zurücklaufen. Und dann haben wir alles. Aber das bin ich damals auch wieder hochgelaufen, das weiß ich noch. Wenn da jetzt was ist, dann war ich blind. Das weiß ich noch, dass ich das zurückgelaufen bin. Und da habe ich nichts gesehen damals. Und jetzt sehe ich hier auch nichts. Cool. Hätte mich jetzt auch gewundert. Oh, haben wir einen Levelaufstieg gehabt, weil ich wieder volle Energie habe? Wahrscheinlich. Oder es hat mich aus einem anderen Grund vielleicht irgendein Item geheilt. Kann auch sein. So, okay. Kurzer Blick auf die Karte. Es scheinen alle Wege weiterzuführen. Ich muss praktisch einmal rum. Okay. Ja, dann ist es wirklich egal. Dann gehen wir erst den Weg. Fünf Minuten.
noch. Ich muss halt echt gucken. Ich meine, an sich ist es trotzdem egal, weil selbst wenn ich die jetzt... Selbst wenn ich die Zeit jetzt versauen sollte, dann weiß ich ja, wo die Crocs sind. Zum Beispiel der erste. So, das Gebiet laufe ich halt dann ganz schnell wieder ab. Link! Zelda. Also großes Gebiet, aber als Schlachtfeld eher nicht einen Koch beherbergend. Nee. Gut, weiter. Alter! Dummes Viech da. So, tschüss. Gut, das war das. So, jetzt muss ich gucken. Aha, die geht gar nicht kaputt. Auch cool. Das ist auch alles Deko hier, ja. Okay. Muss ich nur gucken, dass ich hier nichts... Ah, ich muss erstmal hier aufräumen. Jetzt habe ich hier keine Nerven, keine Zeit. Okay. So, wir sind hier drüben reingelaufen. Ah, Counter spielt auch gerade Zeit der Verheerung. Hier waren wir noch nicht. Diesen Weg hier kennen wir, glaube ich, noch nicht. Das ist die andere Seite. Oder? Nee, da bin ich. Ja, okay, ich verstehe. Jetzt bin ich hier einmal außen rum gelaufen. So, jetzt habe ich wieder geheilt. Sehr schön. Das hat man auch gesehen. Okay, perfekt. Dann waren wir da unten in dem Ding. Okay. Ich verstehe den Weg. Gut, alles klar. So, und hier auf dem Abschnitt. Da unten könnten. Okay, das ist eine Truhe. Kein Krog, aber zumindest was Verstecktes. Gut, dann geht's jetzt auf den Bereich mit den. Alter, erschreck mich weg. Auf diesen Bereich hier, richtig. Der ist nochmal ein bisschen größer. Muss ich nochmal aufpassen. Bevor ich hier drauf gehe, hier gucken, was links und rechts ist. Aha. Okay, aber da deine Truhe war, wird jetzt wohl kaum auch noch ein Krog in der Nähe sein. Aber die Zeit ist halt schon... Weiß ich nicht. Aber es ist nicht mehr so viel. Das muss man auch sagen. Jetzt kommen halt nur noch diese Wege hier. Ich kann trotzdem nur hoffen... dass ich nicht jetzt schon was verpasst habe. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
So, also hier gut. Oh. Wenn mal alles glitzert, denkt man, es ist ein Krok. Nein, es ist kein Krok. Also jetzt gut umgucken. Hier kann nichts sein. Es könnte ja auch ein Ballon in der Luft sein oder sowas. Na, es kann ja alles Mögliche sein. Okay. Wait a moment. Welcher Weg ist Sackgasse und welcher führt weiter? Ein bisschen nach Sackgasse aus am Ende. Nee, das geht auch weit. Okay, das war eine Truhe. Oder sind es beides? Es kann sein, dass es beides Wege sind, die weiterführen und ich damals nur einen gegangen bin. Das würde auch wieder erklären, warum dann hier was fehlen könnte. Ja, ja, ja. Ist halt wirklich so. Zack. So. Okay, aber hier ist nix. Ja, das ist, man sieht es jetzt auf der Karte, das geht einmal außen rum. Da muss ich jetzt hier nochmal durchlaufen. Zurück an die Seite hier, an die Ecke. Das auch nichts. Und da kamen wir her. Okay, gut, 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 gut. Dann ist der Kreis auch geschlossen. Dann gibt es jetzt hier einen Weg einfach nach da. Wait. Das soll nichts sein. Grillt. Na gut. Das ist auch nichts. Okay, weiter. Komplette Zeitverschwendung hier. So. Gleich mal den einsetzen. Rums. Noch einer? Besser ist es. Okay, so. Gibt es hier nur einen Weg, der weiterführt. So soll es sein. Genau, so soll es sein. Der hat nichts mit Crocs zu tun, der Weg hier. Absolut nicht. Hier kann auch nichts sein. Okay. 7 Minuten. Jetzt sind wir da, wo ich vorhin gesagt habe, das ist das Gebiet, ne? Das ist jetzt nochmal ein bisschen größer. Hier muss ich mich jetzt wieder gut umgucken. Da gab es viele, viele Wege. Da gibt es jetzt viele, viele Wege. Und dann sind wir aber auch gleich schon da, wo hinten, wo das Ende dann war. Und ich könnte mir vorstellen, dass am Ende nochmal ein Krok wartet und hier auf dem Zwischenweg müsste noch einer sein. Ich weiß es aber natürlich nicht. Es wird zeitlich auf jeden Fall spannend. So, die Ecke habe ich abgeguckt, glaube ich, hoffe ich. Ah, da komme ich her. So. Erstmal. Ach, das war der Müll. I remember. Link. Oh, das war. Ja. Kümmere mich ja schon drum. Erwische ich alle drei? Nice.
So. Das war das. Aber das habe ich. Ich meine, das bin ich damals eigentlich schon recht gut abgegangen. Keine Ahnung. Fragezeichen. Vielleicht auch nicht. Gehen wir erstmal ganz außen rum. Was soll's? Ja, reicht schon die Zeit. Chill. Jetzt geh mir halt nicht auf den Keks. So. Ich will nur kurz mein A aufladen. Dankeschön. Okay, So, das war die Runde. Jetzt gehen wir die andere Runde. Gehen wir erstmal hier außen rum. Da ist nix. Da geht's auch nur hier rum. Das denke ich halt auch jetzt nicht, dass da irgendwo mal was ist. Den Truhen in den Kisten. Wäre halt komisch, weil das ist irgendwie nicht wirklich versteckt jetzt, ne? Okay, dann sind wir hier durch. Dann gehen wir wieder hoch. 3 Minuten. Es wird echt sportlich. Hier ist nix. Sicher? Hat hier noch durch. Hier ist auch nichts. Okay, dann erkläre ich diesen Abschnitt hier auch für krockfrei. Was aber schlecht ist, weil wir haben nicht mehr viele Abschnitte vor uns. Das ist ganz schlecht jetzt. Das ist ganz, ganz schlecht jetzt gerade. Weil wir haben halt echt nicht mehr viele Abschnitte jetzt vor uns. Sollen die echt beide am Schluss sein, die Crocs, die mir fehlen? Wir werden sehen. Ich hoffe ja. Ich hoffe ja, sonst wird's kritisch. Gehen wir weiter. Irgendein Ballon-Dings, technisches Zeug? Nein, ich sehe nichts. Ich sehe absolut nichts. Und da hinten ist doch aber gleich schon der Schluss. Ich hab keine Zeit für dich. So, ich weiß, was es da zu lachen gibt. So. Hier einmal kurz umgucken. Der Weg zum Schlusskampf ist jetzt ja schon offen, ne? Es ist kein Croc mehr zu sehen. Scheiße. Nein, hier ist auch nichts mehr. Mist, ich habe bestimmt einen übersehen. Safe habe ich einen übersehen. Oder zwei. Ah, okay. Einen. Wenn, dann habe ich einen übersehen. Da ist der. Und mal gucken, ob ich noch einen finde. Ich meine, vielleicht finde ich noch einen. Die Fläche ist jetzt ja nicht so klein. Das wäre ja sehr wünschenswert. Hier geht's nicht weiter. Ah, es ist nicht gut.
Ja, schade. Ja, ist jetzt blöd. Das ist jetzt ganz blöd. Es gibt halt vor allem keinen Sinn, dass hier ein Zeitlimit ist, aber was soll's. Wo startet man jetzt? Jetzt werden wir gleich erfahren, wo man startet, wenn man es nicht in der Zeit schafft. Ja. Hast du gut erkannt. Erneut versuchen. Wo starte ich dann? Mit dem Zeitlimit, was ich hatte, oder was? Witzig. Das ist ja besonders witzig. Der merkt sich das Zeitlimit. Okay. Aber wo habe ich jetzt den Koch übersehen? Ah, ich habe doch so gut geguckt, dachte ich. War wohl nicht gut genug, ne? Schade. War wohl nicht gut genug. Also kommen wir noch nicht weiter. Ich muss da oben rankommen. Alter. Keine Chance. Oh. Das reicht nicht. Die Zeit reicht nicht. Ah. Oha. Jetzt bin ich hier echt im Zeitrush-Modus. Scheiße. Ungewollt. Wie bitte? Sehr schön. Ich will hinauf. Ah. Oh. Oh, das läuft viel schlechter als vorhin. Aber vielleicht kann ich den anderen jetzt mitnehmen. Den müsst ihr doch jetzt beide erwischen. Ach so, den kann... Ja, den erwische ich so gar nicht. Ist okay. Ja, scheiße. Oh, aber das ist guter Start, guter Start, guter Start. Mach jetzt Bomben oder sowas. Aua. Nee, Mann. Ja, aber da stehst du gut. Perfekt. Ja, 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 ja. Okay, 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 okay.
Haben wir. Ausgezeichnet. Problem ist halt, wie gesagt, ich weiß nicht, wo der dritte Krog ist. Hier kann ich nicht weiter. Also da ist nichts. Ja gut, fehlt halt ein Krog. Kann ich nicht ändern. Zwei haben wir gefunden. Irgendwann vielleicht nochmal. Aber ja. Wo könnte der sein? Ich meine, die... Waren wir irgendwo nicht oder habe ich ihn einfach komplett nicht dran vorbeigelaufen? Effektiv sozusagen. Wahrscheinlich. Muss ich ja. Naja. Ich würde sagen, wir verbessern mal wieder unser Master-Schwert. Jetzt haben wir genug Kohle. Und ich bin übrigens blöd, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es gibt ja immer, es ist ja immer das gleiche Geld. So, es kostet immer 300 pro Stück. Dann sollte man aber halt auch die nehmen, die am meisten bringen, ne? Wie zum Beispiel die Schwerter hier oben. Weil dann nimmt man zumindest die Kohle für das Teuerste. Dann passt es auch. So, nochmal das. Und dann kann das ganze Zeug da jetzt auch mal weg. Die Glückskelle würde ich gern behalten. Wie gesagt, die gehört zum Dings dazu. Das gibt nochmal ein bisschen mehr. Sunshine Langschwert. Die Wächterlanze Plus würde ich halt auch ganz gerne behalten. Ich weiß nicht. Die gibt zwar mehr, aber... Aber das gibt auch ganz gut. Okay. So. Gut. Dann... Würde ich sagen... Oha. Wir machen hier das noch schnell. Und hier das gleiche. Warum nehme ich die unteren, wenn alles 150 kostet? Warum nehme ich nicht die oberen? So komplett lost einfach der Typ. Aber sowas begreift man halt auch erst später. Ach, so ein Ding ist das. Wahrscheinlich kann man die auch noch besser kombinieren mit Fähigkeiten und so weiter, aber da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Okay. Uiuiui, das war. Aber das war jetzt ärgerlich genug, weil, wie gesagt, uns fehlt halt leider jetzt ein Kroggy. Der. Okay, ist das jetzt von der Reihenfolge her, muss ich das jetzt so lesen, dass der erste, dass einer am Anfang fehlt? Der also vor dem auftaucht, der bei den Steinen war. Ich gehe jetzt nochmal rein. Ist mir jetzt wurscht. Ich gehe jetzt nochmal rein. Ich will jetzt diese Theorie überprüfen. Ob das wirklich eine Reihenfolge ist oder ob die einfach nummeriert sind. Keine Ahnung. Weiß es ja nicht, ne? Die können nummeriert sein. Die könnten nummeriert sein. Die könnten aber auch wirklich so eine Reihenfolge darstellen, wenn es halt möglich ist. Dass es nicht immer möglich ist, ist mir klar. Aber das zeigt halt irgendwie schon so an, hey, vor dem Steinkrog, der unter den Steinen war, ist noch ein anderer. Und der Bereich ist jetzt ja nicht so groß. Ne? Das ist jetzt ja nicht gerade der größte Bereich, den ich da nochmal abgucken muss. Das gibt's doch nicht. Also, Real Talk, das gibt's doch nicht. Weil das muss ja dann...
richtig auf den Keks. Relativ gleich hier am Anfang sein. Wo habe ich hier einen Krog übersehen? Mit ziemlicher Sicherheit. Ich konnte doch extra... Ja, dieser ganze Bereich dahin, der war doch eigentlich komplett useless für mich. Wenn wir mal ehrlich sind. Das ist alles hier. Das nach hinten vor allem. Wofür war das da? War da mal eine Truhe? Hier, der Bereich da nach hinten raus. War da mal eine Truhe? Kann mich nicht erinnern. So. Jo, das war ordentlich Kohle. 78. War hier mal eine Truhe? Oder? Hier muss doch irgendwas Effektives sein. Hier war bestimmt mal eine Truhe, aber keine Ahnung. Ich würde jetzt vermuten, dass hier noch ein Krog ist. Also jetzt nicht zwingend genau hier, aber in diesem Bereich hier irgendwo. Und ich habe den einfach nicht gesehen. Ich meine, man muss ja hier nicht längs. Ist ja komplett optional. Wie gesagt, ich tendiere, dass hier eine Truhe war und ich die jetzt halt nicht mehr sehe, weil ich sie halt schon habe. Yo. Haltet hinterher, ich will meine Ruhe. Das hier sieht auch so verdächtig aus, als ob hier irgendwas sein könnte, aber da ist halt einfach nichts. Alter! Oder gehen hier... Geht das hier irgendwann auf? Nee, das geht nicht irgendwann auf. Das ist nicht mal auf der Karte eingetragen. Nee. Nevermind, mein Fehler. Aber das Ding ist, jetzt sind wir ja wieder oben. Ne? Jetzt sind wir ja wieder hier am Anfang. War da nichts? Ist da wirklich nichts? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Weil, nochmal zur Erinnerung, der Krog, den wir gefunden haben, da habe ich aber auch nichts ausgelassen. Nee, da habe ich nichts ausgelassen. Das habe ich alles mitgenommen. Das ist doch nicht. Der Krog, den wir gefunden haben, der ist ja hier hinten gleich gewesen. Da gleich um die Ecke. Und wenn das der zweite sein soll. Dann muss der andere doch auf irgendeine Art und Weise eher kommen. Oder wie? Oder ist es halt komplett zufällig und ich renne jetzt einem Hügengespinst nach, weil ich davon ausgehe, dass der jetzt hier in der Nähe sein muss.
ist natürlich alles möglich. Das ist das Problem an dieser Geschichte. Genau das ist das Problem an dieser Geschichte. Von da oben kam ich dann runter. Ich würde gerade echt gerne nachgucken, um einfach meine Theorie zu bestätigen oder halt nicht. Dumme ist halt hier der Zeitdruck, so hat man echt die ganze Zeit das Gefühl, dass man zu langsam ist und keine Ahnung. Und es nicht mehr schaffen kann. Und da oben kann man... Wait. Nee, da oben kann man nicht hin. Nee. Alles gut. Alles gut, ich laber Müll. Alles gut. Reicht. F. Jetzt aber. So. Tschüss. Wo kommen die denn alle her? Was zur Hölle? So. Geht hier nur der richtige Weg weiter? Ja. Dann bin ich ja jetzt eigentlich schon wieder dran vorbei. Ja, F. Dann wollte ich da doch noch gar nicht weiter jetzt. Hatten wir nicht vorhin irgendwie nochmal einen Alternativweg dann da hoch? Das war dann hier. Genau, von da komme ich dann runter. Aber das würde bedeuten, wenn es wirklich... Da war eine Truhe, ne? Da war ich auch schon. Genau, und hier bin ich runtergesprungen. Da ist aber kein Kopf und nichts zu sehen, ne? Nee. Aber das würde bedeuten, wenn ich jetzt da wirklich noch einen Kopf finden würde, dann wären die wirklich sehr nah beieinander. Das wäre schon wieder... Ah, weiß ich nicht. Nicht so schön designt halt, ne? Keine Ahnung. Weil, wie gesagt, der ist ja da unten gewesen.
oben noch ein anderer Grog. Nee, hier ist nix. Na, hier war der erste. Da war der erste unter den Steinen. Und sonst habe ich nichts gesehen. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn ich jetzt davon ausgehe, wie gesagt, dass das wirklich der zweite ist, muss der andere davor sein. Aber... hier war halt auch nur das Ding. So mehr habe ich hier nicht gesehen. Muss nichts heißen. Aber ist halt erstmal so. Wie habe ich denn den... Okay. Also da sind die halt echt nah beieinander. Der eine in dem anderen Abschnitt und dann in dem anderen Abschnitt und der dritte ist einfach am Ende. Was zur Hölle. Ach komm ey. So. Jetzt einfach hier ganz fix durch. Und dann haben wir genau einen Part aufgenommen. In einer Zeit, in der wir hätten drei aufnehmen können. Nice. So komme ich voran. Hier ist noch zu, ne? Ja. Interessiert mich alles nicht, interessiert mich alles nicht. Ciao. Da ist wieder zu. Ja. So soll es sein. Ich wette, die muss ich erst besiegen, weil da oben ist bestimmt zu. Nee, never mind. Hier ist einfach offen. Okay, sehr gut. Aber hier muss ich durch, okay.
So. Jetzt ist hier offen. Wir haben ein bisschen mehr Zeit wie vorhin. Aber nur ein bisschen. Na, wird auf jeden Fall knapp. Zweite Leiste noch voll haben. Gut. Abflug. Oh. So viel zum Abflug. Gehörst du noch hier zu dem, zu der Truppe dazu? Oh ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht... Wir können jetzt da noch dazu, warum geht das Tor nicht auf? Bist du das? Nee. Wieso geht hier das Tor nicht auf? Wieso geht die Leiste nicht weiter runter? Hallo. Nicht, dass die Phantome alle sterben. Was ist das? Ja, das ist nochmal ein Eismoblin. Ist der jetzt erst aufgetaucht oder was? Keine Ahnung, ist egal. So, tschüss. Wollte ich nicht. Wollte ich. Haben wir es jetzt. Computer sagt nein. Haben wir es jetzt. Jetzt ist auf meine Nerven. Wie bitte? Super. Aufsteigen funktioniert auf jeden Fall hervorragend. Aber ist jetzt auch egal, wir haben es geschafft, noch bevor es eine Halbstunde geworden ist. Aber als ich sagte, es könnte noch eine Stunde werden, hatte ich leider recht. Schade. Ich wollte sagen, bis zu einer Stunde. Aber gut. Leider habe ich halt den Krog übersehen. Aber dann doch nochmal genug Biss gehabt, um den Rest auch noch zu holen.
So, was soll's. Ne? Okay. Upsala. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen, wer jetzt noch dabei geblieben ist bis zum Schluss, und sage Tschüss.